So, wir sind jetzt auf der Insel Lesbos und haben schon erste Eindrücke gesammelt auf unserem Weg vom Flughafen zu unserer Übernachtungsstätte und drumherum. Und wir haben hier die Situation, dass die Flüchtlinge vor allem von der türkischen Küste auf die griechische Insel Lesbos kommen, die sehr weit vom griechischen Festland entfernt ist, aber sehr nah an der türkischen Küste. Sowohl auf der Nordseite als auch an der Ostseite sind es gerade mal 10 Kilometer bis zur Türkei. Und die Flüchtlinge ja, kaufen oder mieten dort in der Regel halt Boote, mit denen sie dann diese Strecke zurücklegen und dann hier auf die Insel kommen und dann in der Regel mit Bussen oder eben zu Fuß die Strecke von der Küste bis zum Landesinneren, bis zur Hauptstadt Mytilene dann zurücklegen, wo sie dann weiterverteilt werden oder mit der Fähre dann nach Athen übersetzen. Und bevor man die Refugees wirklich sieht, sind sie schon sehr präsent, weil zum einen keine 500 Meter weg vom Hotel der erste Strand war, der voller Rettungswesten lag, also Schwimmwesten, was halt auch die Refugees als erstes entsorgen, wenn sie an Land kommen, weil ab dann haben sie keine Verwendung mehr dafür. Gleichzeitig zahlt man der Türkei dafür einen sehr, sehr hohen Preis. Und das war das erste Anzeichen von Refugees, das man eigentlich gesehen hat, eben wie an den Stränden immer wieder Schwimmwesten lagen oder auch kaputte Boote. Ansonsten war auch in Mandamados, der Stadt, in der wir waren, die auch in der Nähe von einem Auffanglager ist, Hinweiszettel mit der Bitte an die Refugees, keinen Müll zu hinterlassen. Und auch das hat sich über weite Teile des Landes eben erstreckt, dass da sehr, sehr viel Müll lag, weil eben die zigtausende Menschen, die da durchlaufen müssen, im Niemandsland auch gar keine andere Möglichkeit haben, ihren Müll zu entsorgen, ihre Getränke. Also ihre leeren Plastikflaschen. Also die Hinweiszettel wurden eben auf Arabisch ausgehängt und wurden darauf hingewiesen, auf bestimmte Sachen darauf hingewiesen und aber schon auf Arabisch auch angesprochen. Ja, und eine andere Situation, die wir hatten, war am Flughafen, wo wir unseren Mietwagen geholt haben. Da hat uns der Verantwortliche für den Mietwagen direkt und ohne, dass wir ihn jetzt konkret darauf angesprochen hätten, darauf hingewiesen, dass wir hier keine sogenannten Migranten, hat er gesagt, mitnehmen dürfen, weil darauf hohe Strafen stünden und die Polizei, wenn sie das herausfindet, eben auch unseren Mietwagen beschlagnahmt und uns wegnimmt und uns möglicherweise auch ins Gefängnis steckt. Und er hat auch noch dazu gesagt, dass sowas hier fast täglich vorkommt, also dass die Polizei dort sehr streng ist und uns eben darauf hingewiesen, dass wir uns hier sehr in Acht nehmen sollen und keine Leute im Auto mitnehmen sollen. Also ist sehr präsent für die Bevölkerung hier vor Ort und auch für die Unternehmer.